Willkommen zurück bei Shadow of the Tomb. Wir sind der Schatulle so nah wie nie zuvor. Werden wir sie heute endlich in Händen halten? Hier will ich nicht begraben sein. Mein Kopf irgendwo hinter einem Kreuz. Echt nicht. Da stimme ich zu. Geh, während du Licht hast, damit die Dunkelheit dich nicht überholt. Klingt wie ein Hinweis. Oder eine Drohung. Beides, denke ich. Sieht aus wie die Jungfrau Maria. Station 3. Jesus begegnet seiner Mutter. Der Spiegel ist staubig. Kann ich jetzt auch nichts tun. Hab kein Putzzeug dabei. Ich helf dir rauf. Ach, ernsthaft? Kurz drüber wischen, passt schon. Hey, hat geklappt. Das Licht zeigt da entlang. Hauptsache, wir kommen weiter. Immer dem Licht hinterher. Was ist mit denen passiert? Das Licht muss etwas aktiviert haben. Oha! Lara! Bist du in Ordnung? Du hattest Glück, dass sie verrostet war. Das muss Station 4 sein. Ja. Sehen wir uns mal die Fresken an. Shit! Also gibt's selbst hier Fallen, ne? Tödliche Fallen. Hier nimmt er wohl das Kreuz entgegen. Da freut er sich bestimmt. Sieh doch, da war jemand nah dran. Der hatte wohl weniger Glück. Ja. Ein Fehler und das kann vorbei sein. Aber Lara hatte natürlich mal wieder Glück ohne. Hier ist eine Frau zu sehen. Frage ist bloß, wenn schon Leute bis hierher gekommen sind, warum gab es keine Nachahmer? Haben die das wirklich komplett alleine probiert? Das ist etwas unglaubwürdig. Aber okay. Da können wir noch mit interagieren. Die Leute wurden anscheinend gefoltert, an der Decke aufgehängt. Das hier war nicht bloß eine Krypta. Frage ist nur, ist das da jetzt richtig? Ist doch die einzige Option, die noch übrig bleibt, oder? Oder auch nicht. Das muss Station 4 sein. Sehen wir uns mal die Fresken an. Ja, sorry. Ich kann mit diesem christlichen Rätsel nichts anfangen. Ich schalte da sowieso auf Durchzug. Das hier war nicht bloß eine Krypta. Probieren wir es am besten an der nächsten Station. Ich krieg's hin. Muss mal hoffen. Okay. Station 5. Jesus stürzt das zweite Mal. Solange es nur stürzen ist und nicht wie vorhin aufspießen. Also ich hätte auch schon gefailt auf dem Weg zur Schatulle, wie ihr seht. Und wir sind noch längst nicht durch. Oh, Lara, ist das hier das, was ich denke? Wieder die Kreuzwegstation? Aber mit Mumien. Ist das nicht ein Sakrileg? Nicht unbedingt. Es könnte die ultimative Verehrung sein. Oder sie waren krank. Das muss Station 6 sein. Die waren krank im Kopf? Sieht aus wie eine Kirche. Die stehen da wie Mönche. Boah,
Wie soll ich denn jetzt dahinter kommen, was hier zu tun ist? Sie tragen ihn. Ja, toll. Sie heben ihn hoch. Lopez hat die Kreuzigung also inszeniert? Mit Mumien? Klingt frevelhaft. Ich denke, das war ein Ort der Verehrung. Einer Untergrundsekte. Buchstäblich. Ich schätze, das ist die Sekte aus diesem Pamphlet. Mhm. Sie wischt ihm das Gesicht ab. Das ist widerlich. Zum Glück war ich nicht zusammen mit Lopez hier. Keine Ahnung, Leute. Fürchtet euch nicht vor denen, die den Leib töten, doch die Seele nicht töten können. Betrifft das uns? Hör auf, an Lopez zu denken. Er hat schon genug angerichtet. Okay, ziehen wir es durch. Ja, gerade mag ich den Boy auch nicht mehr so Jesus sehr. Jesus wird ans Kreuz genagelt. Ans Kreuz genagelt. Ich glaube, er nimmt das Kreuz auf. Er trägt das Kreuz. Ja, muss ich da jetzt die richtige Kombination wählen, oder was? Also immer so nacheinander? Oder was wollen die von mir? Okay, ich kann es verschieben. Kann aber auch irgendwas anleuchten. Ach, Moment. Wir sind ja noch gar nicht im Lichtstrahl. Vielleicht gibt es auch nur eine Lösung. Ich weiß es nicht. So, jetzt. Hast du noch einen Tipp, Jonah? Nö. Boah, das ist so gar nicht meins, ne? Ich würde sagen, wir probieren das einfach mal. Also. Er wird hochgehoben. Ja. Das stimmt tatsächlich schon mal. Und jetzt... Er wird dran genagelt. Achso, okay. Er wird dran genagelt, war hier ganz links. Das ist halt mein einziger Ansatz. Es geht hier um die Kreuzigung, also mache ich die beiden offensichtlichsten Steps. Hochheben und dran nageln. Fertig. Aber das ist jetzt eigentlich auch echt ein Verzweiflungsakt. Ich weiß nicht genau, wie man das lösen soll. Ich check das Rätsel nicht. Lol. Ja, aber stimmt aber. Wie gesagt. Ich habe einfach die wichtigsten Punkte der Kreuzigung abgearbeitet. Und da ist das nun. Dahinter? Was ist hier bloß passiert? Lopez hat sich hier offenbar einmauern lassen und dann... Boom. Keine Zeugen. Da ist sie. Das muss die Schatulle sein. Nur die Hände des Rechtschaffenen dürfen das Schicksal den meinen entziehen. Das wärst dann wohl du. Er hat uns durch diese Jagd geführt. Er hat jeden einzelnen Hinweis sabotiert. Um die Schatulle vor Trinity zu verstecken? Und vor dem Volk von Paititi. Er war total besessen von ihr. Thank you.
F? Wo hat sie denn jetzt die Schatulle gelassen? Sag bloß, sie hat sie jetzt fallen gelassen. Was? Außerdem, warum ist das zusammengebrochen? Wollte Lopez letzten Endes doch auf gar keinen Fall, dass irgendjemand die Schatulle findet? Selbst wenn es jemand ist, der nach seinen Vorstellungen entspricht? Oder ist das eine letzte Prüfung? Aber sie hat die Schatulle nicht dabei. Das darf doch jetzt nicht ihr Ernst sein. Scheiße. Gott, ist das creepy. Och nö. Wo ist sie? Keine Ahnung. Ich brauche diese Schatulle. Fick dich! Dann sind wir hier wohl fertig. Amaru! Halt! Lass ihn sofort gehen! Lass ihn frei und ich gebe dir die Schatulle. Lara, was tust du da? Ich ertrage keinen weiteren Verlust. Ja, das weiß ich. Dein Vater war brillant. Leider musste er erst sterben, bevor ich das wusste. Er war mein Freund. Aber er war besessen, rücksichtslos. Du kanntest ihn doch gar nicht. Er wollte nicht das gefährliche Potenzial in seiner Arbeit sehen. Das konnte ich nicht erlauben. Du hast ihn umgebracht. Er wollte der ganzen Welt Paititi vorstellen. Alles, was ich liebe, worin mein Leben steckt. Meine Welt wäre zerstört worden. Und was ist mit meiner Welt? Also bitte, Lara. Du glaubst, das wäre dasselbe? Das ist es für eine Neunjährige. Ich war ein Kind. Das Risiko war mir einfach zu groß. Eine ganze Zivilisation, Jahrhunderte der Unabhängigkeit, tausende Menschen. Ich hatte keine Wahl. Man hat immer eine Wahl. Noch ist nichts verloren. Du kannst zu Ehren, Unuratus, die Sonne wiederherstellen. Nein. Ich muss die Bedrohung vernichten. Du feige, egoistischer, mörderischer Dreckskerl. Und du, Lara? Wie viele hast du auf dem Gewissen, hm? Und vor allem, wofür? Lara, lauf! Haltet ihn auf! Alle Einheiten, hier Commander Rook. Jonah Mayawa, du Idiot. Crofts Freund, bei Sichtkontakt. Feuer frei. Ja, Sir. Alles klar. Gerade eben? Ja,
Sollen wir ihn rufen? Nein! Wenn sich unser Status ändert, sagt er es uns schon. Zurück auch witzig, dass sie da gerade niemand hat runterspringen sehen. Aber ist okay. Das bemerkt natürlich auch niemand. Ach ja. Was denn noch, fauler Bastard? Jetzt muss ich alles machen. Wofür habe ich mir eigentlich den Skill geholt, mehrere Gegner gleichzeitig treffen zu können, wenn mir das eigentlich gar nichts Überall bringt? Überall diese verdammte Asche. Alle Gegner hier sind gepanzert. Selbst wenn ich auf alle schieße mit dem Bogen. Die werden im Prinzip nur aufmerksam auf mich. So, wir müssen uns aber echt beeilen. Der Vulkan beginnt auszubrechen. Kann ich da nicht hochklettern? Okay, dann halt nicht. Schade. Wir machen einmal mal wieder diese Schlammnummer. Die funktioniert immer ganz gut. Oh, okay. Da war ich jetzt etwas unvorsichtig. Ich wurde entdeckt. Aber es sind ja auch nicht mehr so viele übrig. Und ich glaube, die wissen auch nicht genau, dass ich da an der Mauer stehe. Ja, doch, weiß er. Naja, dann schlage ich dir eben einmal die Axt in die Fresse und schieße dich dann nieder. Alles geklärt. Weiter geht's. Das ist ein Benzinfass. Das könnten wir auch noch sinnvoll nutzen. Ja, nimm es mit. Hä? Okay, keine Ahnung, aber ich kann es nicht aufheben. Dann eben nicht. Hier spricht Rogue. Croft wurde im Hof gesichtet. Wiederhole, euer Sekundärziel ist die Neutralisierung von Croft. Sie ist allein in der Kirche geblieben? Da drin herrscht der Chaos. Natürlich. Was war ich? Haltet die Fresse. Komm nur, komm nur. Bin bereit. Oh fuck. Die Position war eigentlich ganz gut, aber wenn sie jetzt natürlich mit Granaten arbeiten, habe ich Probleme. Treffer. Ich glaube, ich wandere mal hier nach oben. Das erwarten die nicht. Ja. Yeah. Aus erhöhter Position hat man Jonah, immer einen Vorteil. Du? Ich bin im Zuckerrohrfeld. Sie sehen mich nicht. Halt den Kopf unten. Bin unterwegs. Alles klar. So, die wären beseitigt. Aber bis wir Jonah treffen, wird noch Zeit vergehen. Das nehmen wir noch schnell mit. Jetzt raus hier. Zuckerrohr, alle Einheiten. Höchste Priorität. Findet Lara Croft. Ihr habt den Commander gehört. Weidmanns Heil. Croft, ich weiß, dass du da bist. Ich hätte dich in Sibirien töten sollen, aber Dominguez war dagegen. Meine Schuld. Aber den Fehler korrigiere ich. Jetzt. Wir erinnern uns relativ am Ende von Rise of the Tomb Raider. Bestand die Möglichkeit, Lara zu killen. Hey. Irgendeine mysteriöse Position hat. Person hat das, das nicht erlaubt. Nicht. Ich schwör's, ich bring sie um. War also Amaru, der den Befehl nicht freigegeben hat. Aber wieso? Hey. Hat er gedacht, er schafft es nicht alleine, die Schatulle zu finden? Verdammt, Jameson. Mach dein... So, der wird gemessert. Jetzt dürfte es der andere aber gesehen haben, oder? Nein, hat er nicht? Ah, okay, der hat sich in dem Moment umgedreht. Das ist mir natürlich sehr recht. Dann messere ich dich auch. So. Ganz easy. Aber da vorne haben wir noch ein paar. Nee, die sind ja alle blind bis zum geht nicht mehr. Die merken gar nichts. Naja, fünf haben wir ganz easy abgestochen. Den Rest können wir auch niederballern. Kein Ding. Schön mit der Shotgun. Wobei meine Sicht ist jetzt auch nicht die beste.
Gilt aber für beide Seiten. Wow, 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 wow. Nee, 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 nee. So nicht. Das Team ist so gut wie aufgerieben. So nicht, Freundchen. Das kannst du doch besser. Das stimmt. Und das hier überlebt nur einer von uns. Ja, das bin ich. Nicht die beste Position, die du dir ausgesucht hast, Kumpel. Hey! Dreckschwein. Aber wir verlieren Zeit. Wir verlieren wertvolle Zeit. Jetzt ist hier nicht die Zeit, Farming Simulator zu spielen. Schnell zu Jonah und weg hier. Der Vulkan bricht gleich aus. Cardinal Six, wir haben Sichtkontakt zu Croft. Sie ist bei der Brennerat. Deacon Team, Einsatz. Deacon zum Einsatz, Commander. Wir holen sie uns. Was wird das denn jetzt? Fuck. Die haben sich relativ gut positioniert da oben. Machen wir mal was für die Verteidigung. Okay, die versuchen runterzukommen. Sollen sie ruhig probieren. Da ist noch ein Fass. Genau, das benutzen wir mal für eine Explosion. Aber der Rest hier wird ein bisschen schwieriger. Oh je. Ja, auf die Bomben müssen wir wirklich Acht geben. Und warum kann ich denn die Sachen nicht nehmen? Da verstehe ich nicht. Es ist mir irgendwie nicht möglich. Scheint mir fast ein Bug zu sein. Oh, schöne Explosion. Da habe ich wohl irgendwas getroffen. War gar nicht angedacht, aber gute Sache. Komm, du bist tot, du bist tot. Und du auch. Nein, bitte? Lara, ich bin in dem Heli. Ich hab den Piloten. Was? Schnell. What? Jonah hat den Piloten? Jetzt geht's wieder. Keine Ahnung. Aber das Problem besteht schon im ganzen Part irgendwie. Dass ich Sachen nicht aufnehmen kann. Die ich eigentlich aufnehmen können sollte. Whatever. Ist ganz unterhaltsam hier. Wenn auch nicht ganz so spannend wie noch im Dschungel. Also da fand ich die Schlacht gegen die Trinity-Soldaten noch ein bisschen unterhaltsamer. Aber was nicht ist, kann noch werden. Was zum... Nein! Jonah! Oh crap. Alles in Ordnung? Mir geht's gut. Alles bestens. Jonah! Oh Gott. Bereit? Oh ja. Alles klar. Bin okay. Wow. Was zum Teufel sollte das? Wäre ich du, wäre es gut gegangen. Die kommen nicht weit. Geh. Los, wir schaffen das. Mann, war das blöd. What? Okay, jetzt geht's richtig ab. Aber Leute, wieder frage ich mich, warum lebt Jonah noch? Er versucht den Heli zu erobern. Welchen Grund hat Trinity, ihn lebend da rauszuschmeißen? Egal, können wir uns später noch drüber Gedanken machen. Wir müssen hier so schnell wie möglich weg, Alter. Das ist...
Wahnsinn pur. Hier ist Cargo One. Motor läuft wieder. Alles bestens. Alter, wie einfach mal alles wegbricht. Was jetzt? Scheiße. Warten wir lieber mal. Jetzt springen und rennen oder rutschen von mir aus. Hakenachs? Nee, geht nicht. Habe ich aber auch nicht ganz gebraucht. Hier kann ich mich aufspießen. Nein, wollen wir nicht. Wir wollen zur Seite. Und ich konnte nicht springen, warum auch immer. Leck mich doch. Mann. Das ist aber auch nicht einfach, wenn du nicht weißt, was auf dich zukommt. Da dann drauf zu reagieren. Mal ehrlich, auch wenn das gerade hier total schrecklich ist und so, ich guck schon links und rechts, weil ich die Animationen eigentlich ganz geil finde. So, und jetzt konnte ich springen. Sehr gut. Alle Systeme in Betrieb sind auf Kurs Richtung 327. Verstanden. Alter, was? Ganzen Erdplatten versinken quasi. Nur eine Chance. Die eine Chance müssen wir nutzen. Wie weit ist es noch bis Paititi? Wir sind fast da. Tut mir echt leid um die Schatulle. Du kannst nichts dafür. Es war Dominguez und Trinity. Schon mein Leben lang, seit ich denken kann, war immer Trinity irgendwie beteiligt. Ich könnte eine Familie haben. Alles hätte anders werden können. Wir werden uns die Schatulle holen und dann schnappen wir uns Dominguez. Eure Hoheit? Lara! Wo ist die Schatulle? Amaru hat sie. Aber der Tod der Sonne ist nah. Wir bekommen sie vor dem Ende des Rituals wieder. Das wird nicht einfach. Wir müssen den Plan anpassen. Bitte, nehmt euch Zeit für eure Vorbereitungen. Wir sorgen für alles andere. Vielen Dank. Ich versuche, Uchu zu helfen. Wenn du was brauchst, sag Bescheid. Okay. Puh. Da ist eine Menge passiert jetzt, ey. Und ich habe das Gefühl, wir nähern uns dem Point of No Return. Die finale Auseinandersetzung mit Amaru droht. Wir sollten uns also entsprechend ausrüsten. Dafür habe ich nicht genug Platz. Ja, okay. Da ist das Lagerfeuer. Hey Lara, hast du mal kurz Zeit? Nee. Unfassbar, wie erwachsen Edsley in der kurzen Zeit geworden ist. Er wird ein großer König werden. Was? 10 Fähigkeitenpunkte haben wir? 10? Okay.
Furchtpfeile. Wahrnehmung Pflanzen erhöhen. Auch das klingt gut. Was hier wurde aus... Achso, das wurde jetzt... ja, okay. Das können wir noch nicht verwenden. Wir müssen erstmal hier... Suche, aber nee, dann nicht. Machen wir das. Okay. Das hatte mir vorher auch geholfen. Reduziert erlittenen Schaden von tiefen Stürzen. Ja, wir fallen nie nach dem Greifen. Ist auch okay. Ja. Ja, Wahnsinn, wir haben ja einen ziemlich vollen Skilltree sogar. Not bad. Und nun werde ich mir Gedanken machen, ob wir wirklich bereit sind, um Amaru die Schatulle zu entreißen und alles wieder ins Gleichgewicht zu bringen. Schöner Part heute, wo einiges passiert ist, aber leider hatten wir nur ein paar Sekunden lang die Schatulle. Wollen wir hoffen, dass wir das nächste Mal ändern können. Nicht verpassen, das Finale von Shadow of the Tomb Raider kommt immer näher.